Hallo? Wer ist denn da? Christina Ginsburg ist am Telefon, Allianz Market. Grüße Ja. Sie. Sie haben sich bei uns jetzt kürzlich registriert. Ich sehe jetzt gerade Ihre E-Mail-Adresse und Registrierung, aber ich kann den Namen nicht so wirklich erkennen. Deswegen. Mit wem möchten Sie denn sprechen? Ich habe einen sehr komischen Namen, was halt nicht so wirklich deutsch ist, aber Boati McBoat Face und Hamburg Original 61 at gmail.com. Ich glaube, Ja, das ist das ist nicht richtig. so ganz. Boaty McBoatface, das ist mein Name. Aha. Und Ihr Nachname McBoatface. McBoat Face. Okay, und Ist Sie sind ein schottisch. Herr oder eine Frau? Das Ah, ist ein schottischer schottisch. Name. Okay, kann ich auch jetzt nicht an der Stimme erklären, aber Frau oder Herr? Was kann ich denn für Sie tun? Wer möchte das denn alles wissen? Hallo? Haben sich ja dann bei uns, ja, ich bin ja von Allianz Market, Sie haben sich kürzlich bei uns registriert. Ach, ist das diese Bitcoin-Geschichte? Glaube ich schon. Ja, klasse, da wollte ich mich mal informieren, aber ich habe das nicht so ganz verstanden. Ja, ich weiß auch nicht, über welche Werbung Sie an uns gekommen sind, aber Sie haben ja die Registrierung auf unsere Plattform gemacht. Deswegen rufe ich Sie ja eigentlich an. Oh, super, können Und Sie mir da dadurch, denn dass wir helfen? unterschiedlich. Selbstverständlich, deswegen rufe ich Klasse. Sie ja auch an. Aber wobei kann ich Ihnen ja helfen? Naja, ich wollte mir ja mal, es ist ja immer im Internet im Moment, da ist ja immer mit Dogecoin und Bitcoin und den ganzen Sachen und ich wollte einfach mal gucken, wie das alles funktioniert, weil ich habe neulich Geld geerbt und ich wollte das investieren sinnvoll. Okay, und warum? Das ist ja super. Immer noch Frau oder Herr? Ich habe Schwierigkeit, dann auch Sie ohne Nachnamen dann irgendwie zu rufen. Wenn dann Sie Was mit war jetzt die Frage? McBoatface heißen, ja, Herr oder Frau, wie kann ich dann Sie ansprechen? Das Weder habe ich schon noch. zweimal Ich gefragt. fühle mich keinem binären Geschlecht zugeordnet. Okay, und zur besseren Kommunikation, wie soll ich dann nennen? S Botti sagen Sie einfach oder Boti, das ist in Ordnung. okay, Botti. Und zwar Christina Ginsburg nochmal am Telefon und ich bin dann Account Manager von Allianz Marken. Ja. Freut mich, dass Sie sich für uns entschieden haben. Ja. Sind Sie dann jetzt auf unserer Plattform drauf, Nee, Botti? jetzt gerade nicht. Sie müssten mir da bitte noch mal helfen. Ich war gerade am Wäsche waschen. Sie sind jetzt gerade am Wäschewaschen. Nee, ich bin jetzt ja zum Telefon gelaufen. Soll ich den Computer jetzt wieder anmachen? Das wäre gar nicht so verkehrt, eventuell Computer oder Ja. Mobilfunk, was Sie ja immer zur Hand Ich haben. mache das lieber am Computer, weil der Bildschirm vom Handy ist so klein. Da kann ich sowas nicht gut sehen. Wunderbar, das passt mir auch Ich mach den ganz mal eben recht, an, Botti. ja? Gerne. So. Also von mir aus kann es dann losgehen. Was soll ich denn machen? Okay, Beute, haben Sie dann auch immer noch irgendwie den Link zu unserer Seite? Ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf, muss ich zugeben. Wie war das nochmal bitte? Okay, schauen Sie mal. Haben Sie aber Zugang zu Ihrer E-Mail? Ja. Dann öffnen Sie bitte Ihre E-Mail Sie hatten da das und ich Hamburger schicke Original, Ihnen. richtig? Genau. Ja, ich Und habe ja ich auch ein schicke paar Ihnen Adressen. auch eine E-Mail von mir. Ein ganz, ich muss mich auch erst anmelden. Ich habe so ein kompliziertes Passwort, das muss man immer erst so mühsam schreiben. Hodenuckler. Selbstverständlich. So, ich schaue jetzt auch, dass ich dann Ihnen Und mit ihren Bitcoins kann man richtig Geld verdienen. Meine Kunden verdienen das Geld durch Investitionen in unterschiedliche Finanzprodukten. Ja. Das ist gut, oder nicht? Das selbstverständlich. Klasse. Aber sehr viele kommen ja dann auch nur wegen unserer
Kryptowährung. Wobei es gibt noch sehr viele andere Sachen ganz interessant, wie Gold und der Indexen, wie DAX oder Aktien, Tesla, Inder? Amazon. Sie gerade Und gesagt Gold oder zwar Inder? Indexes, halt Ach Index, so. das DAX, S&P. Und kennen Sie sich aus eigentlich mit N Investmentgeschäft? nee, überhaupt nicht. Deswegen wollte ich mir erst mal gucken, was man da so machen kann. Warum haben Sie sich eigentlich dafür überhaupt entschieden? Na, entschieden habe ich mich ja noch nicht. Ich habe halt, wie gesagt, geerbt. Mein Opa ist gestorben. Und ich wollte halt das Geld ein bisschen sinnvoll anlegen, weil bei der Bank kriegt man ja keine Zinsen mehr, wenn man da ein Sparbuch macht. Und dann habe ich gesehen, dass mit diesen Bitcoin und den Sachen, dass das immer mehr wert wird. Und da dachte ich, vielleicht kann ich da was, naja, also ein bisschen das Geld halt vermehren. Aber ich habe nicht verstanden, wie das geht. Das ist ja überhaupt gar kein Problem, aber die Frage wäre, ist das jetzt nur die einzige Möglichkeit, das Geld zu vermehren? Oder deswegen frage ich ja, warum unbedingt diese Möglichkeit? Weil es gibt ja noch andere Möglichkeiten zusätzlich ja auch. Ja, also ich glaube mal, Und so warum wie sollte eigentlich Opas Geld vermehrt werden? Reicht er Ihnen das nicht? ne, ich bin ja noch jung. Ah, okay, wie alt sind Sie Ich eigentlich? bin 21. Sie sind 21. Ja. Ja, okay, volljährig sind Sie ja schon, Gott sei Dank, sonst hätten wir ja das Geschäft gar nicht machen können. Nee, das ist zum Glück. Es wäre ja auch schlimm, wenn Sie mit Kindern Geschäfte machen. Genau so sehe ich ja auch. Und Sie haben keine Investmenterfahrung? Nee, nicht wirklich. Nee, ich habe mal Briefmarken gesammelt und dann verkauft, aber das ist ja nicht zu vergleichen. Ja, man kann ja auch auf unterschiedliche Art und Weise ja dann auch Geld verdienen, ja? Also, ich habe Ihre E-Mail jetzt bekommen. Bitte folgen Sie dem Link. Ja, dann klicke ich da doch mal drauf. Machen Sie das, Botti. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine E-Mail versendet. Ich habe hier Allianz Market, haben Sie doch gesagt, oder? 19:26 Ja. vor 10 Minuten. Soll ich Ihnen antworten, dass Sie sehen, dass ich das bin? Ja, machen Sie das. Ja, einen Moment. Ich habe Ihnen zurückgeschrieben. Da steht: Hallo, hier ist Boti drin. Wenn Ihnen das weiterhilft. Botte, an wem haben Sie dann das geschickt? Naja, an diese E-Mail. Da Ja kam gut, aber wer steht denn auf der E-Mail? Haben Sie Allianz dann auch die Market. E-Mail-Adresse? Norepli Das at allianzmarket.com. warten Sie. Schauen Sie mal bitte, vielleicht bekommen Sie doch jetzt von mir dann auch eine E-Mail. Wie heißt Ihre Adresse denn? Hallo? Schauen Sie da. Ja, ich bin hier. Ich habe jetzt die E-Mail gesendet. Christina Ginsburg at Allianz Market. Dann gucken wir doch gleich mal. Da ist sie ja. Ist tolle Musik da bei Ihnen. Wissen Sie, wir haben ja dann schon spät am Abend und dann habe ich mir gedacht, damit ich dann noch die Zeit genieße mit unseren Kunden am Oh, Telefon, dann toll. mache ich mir etwas Musik. Darf ich mir ein Lied wünschen? Selbstverständlich, Sporty. Was hätten Sie dann gerne? Ich würde gern das Intro von Pokémon hören. Steht jetzt auch nicht so wirklich dann in meinem Geschmack für Freitagabend. Sie dürfen sich ja gerne was anderes wünschen. Was hören Sie denn gerne? In welche Richtung? Ich bin in alle Musikrichtungen dann eigentlich sehr affin, aber Ja. bevorzuge ich etwas Deep und Techno. Was halten Sie davon? Ja, das ist in Ordnung. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Okay, was halten Sie von Solomon, Boris Brejcha? Sagt mir gar nichts. Also ich höre eigentlich so ziemlich alles, außer so Assi-Hip-Hop.
Ja, mit 21, Beute, sollte man dann eigentlich schon ein bisschen dann auch in alle Richtungen dann offen sein. Ja, sag ich Ich doch. mit Ende 30, dann kenne ich mich ja dann auch ziemlich überall so aus, ne? Naja, sag mal, Musik ist jetzt nicht so mein Hauptinteresse. Die läuft halt immer im Hintergrund. Aber ich Sondern? wüsste jetzt nicht, wie die Leute oder die Bands heißen, die das singen und spielen. Das ist nicht so ganz mein Interessenslevel. Also mein größtes Hobby sind Klamotten. Okay. Und welche tragen Sie? Naja, ganz unterschiedlich. Man soll sich ja nicht so auf einen Style festlegen. Also ich mag das gerne so möglichst jugendlich modisch, aber halt trotzdem seriös. Also ich trage gern Cargohosen und Anzugwesten zusammen und dann drunter so ein Henley-Shirt oder ein Anzughemd, sodass das halt toll und einzigartig aussieht. Okay, ich kann mir jetzt so ein bisschen bildlich das jetzt gerade nicht so wirklich vorstellen. Aber wissen Sie, dadurch, dass ich dann eigentlich jetzt gerade eine Serie Outlander mir anschaue, ja, und Sie kommen ja mit Ihrem schottischen Nachnamen dann eigentlich perfekt in das Bild passen Sie rein und Karo-Hose, aber die haben Röcke ja früher getragen, Ja, ne? richtig, die Schotten, die haben Röcke getragen mit nichts drunter. Das ist eigentlich eine heiße Genau. Vorstellung. Ja, sehr wollte, sehr heiße Vorstellung am Toll. Freitagabend, da wo noch Musik läuft. Ja, So, haben Sie einen haben Sie schottischen jetzt ein Kollegen? Leider nicht. Oh, schade. Und Warum? weil der den Namen bestimmt gekannt hätte. Das ist ein ziemlich gängiger Name im Schottischen. Reicht mir schon, dass ich Sie am Telefon habe. Und vor Oh, allem, toll, haben Sie Sie sind dann ja ein meine E-Mail? Zuckerstück. Haben Sie jetzt meine E-Mail erhalten? Ja, ich habe auch schon draufgeklickt. Ich kann mich nur überhaupt nicht mehr erinnern, ob ich, wie ich mich da genannt habe. Wie? Naja, das Passwort weiß ich nicht mehr. Ich drück mal auf Vergessen. Ja, machen Sie das. Klasse. Wie lange arbeiten Sie denn? Ist ja schon recht spät. Ja, Porti, wissen Sie, ich arbeite so lange, bis Sie auch noch Zeit haben, Freitagabend mit mir zu sprechen. Dann glaube ich, danach Oh, gehe ich Sie sind ja ein Engel. zu Toll. Hause. Und zwar Das ist so haben klasse Sie sich von jetzt Ihnen. angemeldet. Also ich habe, ja, jetzt Ja, kommt gerade alles für Sie, Passwortwiederherstellung. ja? Ich habe ja Ja. das Passwort vergessen. Ja. Super. Dann lassen Sie uns auch ein bisschen auch an der Arbeit neben dem Sprechen dann auch intono dranbleiben, dann kriegen wir das mit Ihnen sicher hin, oder? Ich habe jetzt gerade nicht verstanden, was Sie mir sagen wollen. Ich habe gesagt, neben unserer Gespräche lassen Sie uns doch noch produktiv sein, dass wir dann auch das auch noch schaffen, ja? Ja, ich bin Weil produktiv. Ich sprechen habe so ein können wir ja dann. Laufband. Wie haben Sie ein Laufband? Nee, ich habe ein Laufband, mit dem trainiere ich immer. Ja, okay, Potti. Was sollen wir jetzt dann auch wieder sagen? Ja, weiß ich nicht. Sie haben gesagt, ich soll produktiv sein. Ich habe gesagt, ich habe ein Laufband. Ja, selbstverständlich. Aber ich Also meinte die andere Produktivität halt, wenn wir jetzt nicht produktiv in allen Bereichen heute Abend werden, aber wenigstens in dem Bereich, dass Sie mal endlich mal auf die Plattform draufkommen und ja, sich bin dann ich auch da doch. anmelden. Ich habe mich angemeldet. Da wird jetzt gefragt, ob ich auf der Demo üben will. Ja, Demo oder Live? Also Sie sollen sich entscheiden. Ja, was kann man denn so ungefähr sagen? Was kann man denn verdienen da mit ihrem System? Wie, was kann man verdienen? Kommt drauf an, was Sie ja einsetzen. Ja, so, ich meinte immer mehr so prozentual ungefähr, dass Sie mir das nicht auf den Cent sagen können, ist mir ja klar. Aber Toll. prozentual, Prozent von welcher Zahl? Wie meinen Sie Von null das? ist null. Ach Ja, prozentual so. verdienen, ja. Wir reden über Verdienst. Was ist Im denn Moment haben Sie ja sinnvoll? null. Weißt du, so ein Bitcoin, der kostet ja 50, 60.000. So viel habe ich dann halt auch wieder nicht. Was wäre denn sinnvoll, so zum Ja, Anfang? haben Sie nicht so viel geerbt, Beute? Ja, das sind 30, aber davon kriege ich ja auch noch kein Bitcoin. Dann die Hälfte. Da sind Sie ja schon mit der Hälfte dabei.
Das wäre auch sinnvoll, meinen Sie? Sinnvoll ist immer alles das, was Sie sich selber erwünschen. Deswegen, Botti, was möchten Sie denn verdienen? Naja, also am liebsten würde ich mich, also ich arbeite ja für mein Leben gerne, aber ich würde mich halt schon gerne so ein bisschen absichern. Ich habe so ein, na, ich habe, klingt doof, ich leite so einen kleinen Klamottenladen bei uns in der Stadt. Vielleicht kommt da auch. Wo leben Sie denn? Ich wohne in Berlin, Mariendorfer Damm, falls Sie das kennen. Und warum haben Sie eigentlich Adresse, das wo Hamburg dann steht? Bitte? Adresse, Hamburger Original, 61@gmail.com. Ja, weil ich in Hamburg geboren wurde. Aha, und Sie leben dann auch in Berlin? Zumindest zur Zeit, ja. Okay. Mal gucken, wo mich das Leben noch so hinträgt. Also ich habe jetzt neulich eine Reise gewonnen auf die Malediven. Da werde ich auf jeden Fall, wenn Corona vorbei ist, mal hinfliegen. Das ist ja auch ein ganz, ganz tolles Eckchen der Welt. Vielleicht bleibe ich auch da, ich weiß es noch nicht. Und da wäre es halt toll, wenn man so ein bisschen Geld in der Rückhand hat, dass man da ein bisschen freier und ein bisschen abgesicherter ist. Selbstverständlich, Botti. Sie haben aber mit 21 ganz schön ja schon mal die Aussichten auf die weite Welt, ne? Ja, also ich will ja, versuche ja schon nach vorne zu gucken. Glaube ich Ihnen. Nur meine Tochter zum Beispiel mit 22 kennt nicht mal vielleicht Malediven, weil die gerade ja dann ihr Schulabschluss ja gerade noch gemacht hat, wissen Sie? Ach du Scheiße. Ja, dann immer schön ranhalten. Eben, Botti. Und zwar, was sehen Sie dann vor Ihnen, wenn Sie schon bei uns auf der Plattform drauf sind? Ja, da ist jetzt dieses Üben auf Demo oder Real investieren. Wir nehmen ja dann Real, richtig? Ja, wenn Sie was verdienen möchten, dann ja. Wenn Sie rumspielen, dann nehmen Sie Demo. Muss ich das denn selber machen oder hilft mir da jemand? Selbstverständlich, ich bin dann die ganze Zeit an Ihrer Seite. Auch klar, auch hinterher? Ja, Beute, ich lasse Sie jetzt nicht mehr los. Das merke ich schon. Sie mögen meinen Namen auch ziemlich so oft, wie Sie den sagen. Mögen Sie meinen Namen nicht? Ich finde, ich habe auch einen tollen Namen. Naja, aber wie viele Leute kennen Sie, die Boaty McBoatface heißen? Ja, wissen Sie, das ist genauso viele wie Titanic. Warum Titanic? Ja, warum denn nicht? Nur weil ich Bootsgesicht heiße, habe ich nichts mit der Titanic zu tun. Nein, nur der Titanic war dann ein Schiff, was dann runtergegangen ist mit Menschen am Bord. Und Boaty McBoatface war dann ein Forschungsschiff. Deswegen Richtig. Können wir dann eigentlich, ja, sehen Sie. Ich sehe schon, Sie kennen sich aus. Das eigentlich ganz gut. Haben Sie den Namen gegoogelt zwischendurch oder wussten Sie das? Beides. Beides gibt's nicht. Ja. Beides gibt's wohl, Botti. Und sehr zwar schrecklich. Sind Sie jetzt wie schrecklich? Ja. Ich bin ein ganz schlimmer Finger. Ja. Aber wir zwei haben unseren Spaß, nicht wahr? Ja, ich mein sowieso. Ich hoffe, Sie ihr es auch. Ja, ich habe immer Spaß. Ich bin ein Boot. Ja, selbstverständlich. Mit einem Hubschrauber noch vorne, dann steht dann alles bei Ihnen, hoffe ich. Ja, also mein Hubschrauber, der steht ja immer bei so einem tollen Gespräch. Gut, dass der Ostern jetzt vorbei ist, ne? Dann reden wir ja nicht mehr über Eier legen. Und zwar Butter. Nee, aber die Eier suchen kann man ja das ganze Jahr und anmalen. Da hindert einem ja eigentlich auch keiner dran. Ne? Es ist ja, wir leben in ja freien Welt heutzutage. Ja. Deswegen sage ich ja gut, dass Sie ja über 21 sind, sonst dürfte ich ja nicht mal die Gespräche mit Ihnen führen, ja? Ach, das ist wohl wahr. Meine Güte, okay, was heute alles verboten ist, weil in China ist zu jung ja nur ein Name. Haben Sie den verstanden? Nein. Sie haben ja gesagt, weil ich volljährig bin, ne? Ja. Und wenn ich nicht volljährig wäre, dann wäre ich ja zu jung, richtig? Nee, ja, nicht zu jung. Ich meine, ja, doch. Jünger als dann. Ja, aber wenn ich noch nicht 18 bin, dann bin ich zu jung für solche Gespräche. Und ich habe gesagt, in China ist zu jung nur ein Name.
Aber das war wahrscheinlich zu viel für die Ah, USA. ja, Das hat jetzt habe aber ich lang verstanden jetzt, gedauert. ja. Ja, sorry. Wissen Sie, wie der chinesische Verkehrsminister heißt? Nein, da bin ich nicht so jetzt gerade informiert. Der heißt Umleitung. Ja, Umleitung, ja. Verstanden? Toll. Ja, Klasse. Erzählen Sie mir auch mal einen Witz. Ich hatte einen Scheißtag. Herr Butcher, meinen Sie jetzt, um diese Zeit habe ich nichts anderes zu tun, als Witze mit Ihnen am Telefon reißen. Lassen Sie uns doch mal dann auch eine andere Zeit vereinbaren. Ich will ja auch nach Hause. Ah, na gut, dann machen wir das jetzt mal fertig. Ich schicke Ihnen ein Boot, das bringt Sie nach Hause. Schicken Sie lieber einen Hubschrauber, dann fliege ich vielleicht doch nach Malediven. Ich bin doch Und kein dann nehme ich Sie mit in, dann nehme ich Sie mit ins Flugzeugträger, Boot. hallo? Ja, warum denn Und mit nicht? Ich Flugzeugträgern habe nur ist auch viel zu Gedanken. gefährlich. Überlegen Sie mal, Sie fahren da übers Mittelmeer, dann ist da plötzlich irgendwas am Horizont. Die Passagiere fragen, ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Und das Letzte, was sie dann hören, ist Tenno Heka Banzai! Und dann kommen die Japaner. Weil die denken, die Amerikaner sind unterwegs. Okay, Boote. Vermasseln Sie doch bitte mir nächsten Freitagnachmittag mit diesen grausamen Geschichten. Ich Warum lasse denn? mich doch dahin einfliegen. Ich kann Schauen Sie Sie auch mal, einen lassen Sie liefern. uns dann noch. Wohin denn? Weiß nicht, forensische Psychiatrie vielleicht, wenn ich Sie so fertig Ach mache. so. Ja. Da glaube ich, gehen wir zusammen hin. Ne, Also da überlege ich mir noch über das ich habe Wochenende. ja mehrere Persönlichkeiten, also ich war da sogar schon mal. Ja, ich habe schon gemerkt, dass Sie dann eigentlich multiple Persönlichkeit sind, wenn Sie ja dann auch kein Geschlecht zuhören und Beauty McBoardface heißen, ja? Weißt du, ich kann zum Beispiel auch reden wie ein Russe, wenn ich Lust habe dazu. Verstehst du? War das gut? Das war sehr annähernd einem Russen, aber ich kenne mich mit denen nicht so wirklich aus, weil ich keine bin. Wenn So, du, Beute, hallo, hallo, ich ich kann, wünsche dir dann auch. stopp, ich kann auch reden wie eine Ente. Möchtest du Kamele kaufen? Einen Elefanten, bitte. Elefanten? Aber Ich das sind wünsche sehr dir dann heilige dir dann Tiere. schönen Abend. Bleib gesund in Berlin, ja. Und Wollen wir das jetzt nicht zusammen aktivieren? Ich schaff das nicht alleine. ich mache mit Ihnen gerne einen Termin aus für die nächste Woche, weil jetzt Oh, bin ich auch klasse. schon durch. Wann denn? Wann wollen wir uns denn wieder treffen? Treffen? Ja. Glaube, so weit sind wir noch nicht. Du hast doch gerade gesagt, wir wollen noch mal telefonieren. Meine Ja, wir Güte. können gerne einen telefonischen Termin vereinbaren. Oh, Wie schaut's denn klasse. Montag aus? Ja, dann aber erst zum Nachmittag. Ist das okay? Gerne. 16 Uhr? Ja, das ist Ah, nee, klasse. 16 Uhr habe ich schon jemanden. Oh, ja, den musst du den absagen. Es geht um Booty McBoatface. Ja, Botti, lass mal dann etwas später. Vielleicht habe ich dann noch die Kraft für. Ja, na gut, wann denn? 18 Uhr. 18 Uhr Montag, ich schreibe mir das auf. Ist das dann die gleiche Telefonnummer wieder? Ja, das ist die Telefonnummer. Also die, von der wir jetzt gerade sprechen, da mit der 6357 Ja. am Ende, ne, dass ich das auch weiß, ne, weil es rufen oft komische Leute hier an. Wo denn hier? Bitte? Wo denn hier? Na, bei mir. Was denn los? Du klingst so traurig. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich warte ja dann, bis wir fertig sind. Eigentlich. Ich so. Guck mal, jetzt geht doch schön. Jetzt sind wir schon wieder am Lachen. Sollen wir noch mal ein paar Chinesenwitze erzählen? Guck mal, ich hab da Wie noch, denn ich die hab da noch, Chinesen, was ich ist hab, das? nee, Chinesenwitze sind out. Ich hab noch einen ganz, ganz dummen. Wohin geht ein Reh mit seinem Date? Keine Ahnung. Ins Restaurant? Mittlerweile gehen die Rehe nicht mehr ins Restaurant, weil da sitzen alle in Deutschland zu Hause. Naja, die Rehe ja nicht, die hüpfen ja im Wald rum.
Wie nennt Ja, sich, oder so. welche Staatsform haben die Rehe? Keine Ahnung. Eine Republik? Die war auch in Rom schon um 40 Jahre nach Christus und vor Christus, die Ja. Republik. Ja, und die Rehe haben halt Ja, auch siehst du. eine. Das nennt sich halt Republik bei denen. Und wenn denen ihre Republik nicht mehr gefällt, dann machen sie eine Revolution. Verstehst du? Das Ich ist so verstehe. klasse. Aber ich habe noch ja was entdeckt. Sagst du, komische Leute rufen ja dann auch bei dir jetzt bei 02191 dann auch durch und das ist in Remscheid Vorwahl, ne? Richtig. Dann bist du ja gar nicht in Berlin. Nee, da arbeite ich ja nur. Da hast aber zu mir gesagt, du bist in Berlin. Ja, zum Arbeiten. Ich bin 2 Wochen in Berlin, dann bin ich 2 Wochen zu Hause. Okay, und zu Hause ist in Remscheid und du Zu bist in Hause ist in Hamburg geboren. Remscheid und ich bin in Hamburg geboren und lebe dann zeitweise in Berlin für die Arbeit. Ich dekoriere da die Gott. Schaufensterscheiben von den Läden. Ich bin einmal in Ich habe Berlin. gedacht, du hast dann einen Laden dann mit Klamotten. Ich dekoriere da War die das so gerade eben? Schaufensterscheiben. Außerdem bin ich im Boot, ich fahre halt in der ganzen Welt rum. Ach so, ja, stimmt, dann fliegst du mit dem Hubschrauber. Nee, ich bin immer noch kein Okay, Borti. Flugzeugträger. Ja, dann lassen wir uns am Montagabend Oh, telefonieren. klasse, ich Bleib freue mich gesund da und über schon das drauf. Wochenende. Ich freue mich da schon richtig Ich mich drauf. Ich auch. fahre auch nicht durch den Suezkanal, nicht, dass ich da stecken bleibe. Nein, ja, okay. Hauptsache nicht in Düsseldorf reinkommen, sonst steige ich dann in das Boot rein, ja? Ah, du bist in So, Düsseldorf, aber dann muss ich wunderbar. da unbedingt gleich die Cruise Missiles hinschicken. Mach das, vergiss das nicht. Oh, Okay, klasse. wir hören uns, Ich wünsche ein ja? ganz tolles Bleib Wochenende. gesund. Ja, dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. Alter! Booty McBoatface.